willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Obelino hat natürlich auch für die 1.42, für den DAF Euro 6 und für den XF, für den 105er, das Kelser-Add-on rausgehauen. Und das will ich euch heute mal zeigen, wer es denn nicht kennt, denn das ist was ganz was Feines. Also ihr könnt hier mal gucken. Da habt ihr vorhin praktisch alles über den Steam Workshop übrigens. Ne? Was heißt das? Richtig Convoy Ready. Ja? Geile Geschichte. Also hier geht schon los, oben mit der Visorbar in lackiert und Chrom. Dann haben wir natürlich die Kelser Backbar und die Highbar, die ist dann hier. Gibt es dann auch in Chrom oder nur die Highbar Mount, auch in Chrom. Dann haben wir wieder hier vorne, haben wir dann wieder die Kelser Highbar, auch wieder in Farbenbunt. Dann gibt es hier wieder, dann hier, das ist die Highbar DH11, die sieht dann so aus. Dann haben wir Visorbar und Backbar, die ist hier. Dann haben wir Visor und Backbar in Chrom, ich mache das jetzt mal nur in so eine Kombination, was uns dauert wahrscheinlich hier Jahre, ne? Was waren sie immer hier? Ah genau, Backbar und Mount. Ne? Das hier, dann haben wir noch, Alter, das sind so viele Sachen hier mit dabei. Dann rauszoomen. Dann haben wir hier noch das hier, das ist lackiert, das haben wir gerade gesehen. Dann haben wir die zwei in Kombination, dann haben wir Kombination nochmal, aber in Farbe. Dann Kelser Backbar hinten, dann nochmal eine Backbar hinten. Dann hier nochmal die obere Backbar und die Highbar. Kriegst Knoten in der Zunge irgendwann hier vor lauter Bars. Ich hätte auch Bock auf Bar. Schön mit Bierchen an der Bar. Also die Backbar und die Highbar. Dann Backbar und Kelter. Backbar. Also alles. Also alle Bars, die es hier gibt, sind hier nochmal komplett zusammengefügt worden. Entweder einzeln oder zusammen in Kombination. Das ist hier mit dabei, ne? So, dann kommen wir schon mal zu den großen Sachen. Die sind dann hier im Prinzip alles zusammengewürfelt. Das heißt, die Visorbar, Backbar und Highbar Mount. Das ist das gleiche dann auch Paint und in Chrom. Dann haben wir die Highbar, das ist dann oben. Plus Backbar. Jetzt kommen wir gleich zum Schluss, was das hier betrifft. Ich zeige euch mal, wo das alles angebaut werden kann. Oder zumindest, wo die Anbaupunkte dort sind. Denn anbauen könnt ihr eure Teile dann selber. Das ist jetzt das hier. Das. So, hier, passt mal auf. Und das ist, glaube ich, jetzt hier das. Das ist in Chrom. Und das hier finde ich auch ganz gut, weil das war hier auch ein Anbaupunkt für eine Lichtbox. Finde ich ganz gut. Dann hier nochmal. Dann da nochmal in Chrom. Und dann hier nochmal. So. Und dann glaube ich, sind wir erstmal hier. Genau, sind wir dann durch. Das wäre jetzt so das Nonplusultra. Also das, das. Oben haben wir noch ein paar Slots zu sehen. Dann hier und dort. Dann geht es im Prinzip auch gleich weiter, nämlich hinten haben wir hier, wo wir unser Trailerkabel haben, haben wir natürlich auch noch Watt. Die Kelser Airbar ist hier noch mit dabei mit Chrom und hast dich gesehen, auch hier mit den jeweiligen Slots kann man nutzen. Dann haben wir hier noch die Kelser Sidebar, rechts und links. Dann haben wir hinten, in Farbe im Bund natürlich, dann haben wir hinten hier noch die Chaser Chassis Bar, einmal so, so, so und so. Das könnt ihr euch dann raussuchen hier noch. Das ist hier noch mit am Start. Dann haben wir, schauen wir mal, was hier vorne noch gibt, ob es hier vorne auch noch was gibt. Da gibt es noch die Kelser LED-Bar, das ist bloß ein kleiner Streifen, dann könnt ihr hier noch ein paar so Lampen anbauen, auch gut. Dann eine Minibar, dann eine Kelser Euro-Bar, dann gibt es eine Multibar, auch in Chrom und lackiert und dann die Multibar XL. Genau, die sind dann hier mit dabei. Dann hier unten haben wir dann noch die Kelser Low-Bar und dann die Low-Bar nochmal in Paint. Das ist im Prinzip das komplette Kelser-Paket. Also einmal ringsrum um den Laster, so wie ihr das hier sehen könnt. Und ich gehe jetzt hier aber nochmal raus, weil es ist ja nur nicht nur der 6er, sondern auch der 105er. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, was mit am Start ist. Und beim 105er, wo ist er denn der Hubel? Da ist er der Hubel. Da, Ausführung ändern. Und wenn ihr dann den 105er nimmt, den Super Space, da ist das im Prinzip ganz genauso. Da habt ihr also praktisch die ganzen Bars hier vorne, hier hinten. Dann habt ihr hinten die Chassis-Bar, die Air-Bar, die Low-Bar, die Multibar. Alle Bars in einem Haufen. Ich werde das jetzt nochmal zusammenbauen und dann werdet ihr im Prinzip das nochmal das Endergebnis sehen, dass ihr ungefähr seht, wie das dann am Schluss aussieht, weil beim Anbauen braucht ihr jetzt nicht zwingend dabei sein. Könnt ihr alles selber zu Hause machen, ne? Aber ihr, dass ihr mal wisst, was in dem Mod alles enthalten ist. So, ich glaube, ich habe jetzt mal am 105er alles angebaut, was ich so anbauen kann. So, erstmal Gang einlegen. Ich habe mir auch hier hinten, gibt es ja beim 105er, sieht es ein bisschen anders aus. Bei der Chassisbar habt ihr hinten diese lackierten und in Chrom. Und da kann ich mir auch noch so Rückfahrstrahler anbauen, so Arbeitsscheinwerfer, so wie da oben. Die sind auch mit im Mod enthalten, das gleich mal vorweg. Und ansonsten, glaube ich, sieht der richtig, richtig schick aus. Also man kann aus dem 105er DAF, ist jetzt der von STS logischerweise,
kann man mit diesen Anbauparts richtig viel machen. Also da sieht er richtig bullig aus. Ein paar Interieur-Add-ons noch dazu. Und was willst du mehr? Und genauso dann 1:1, dann ab in den SCS Convoy im Multiplayer. Geil, oder? Also das funktioniert dann. Erste Sahne. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, kommen wir jetzt gleich mal zum Lichttest. Der ist nämlich ganz spannend bei so viel Anbausachen hier. So, Standlicht, blub. Fängt schon mal an zu leuchten. Sieht alles ganz gut aus erstmal hier. Klar, und normales Abblendlicht. Das sieht dann so aus mit den ganzen zusätzlichen Lampen hier. Ich habe mal vorne alles weiß gemacht. Da habe ich sogar eine vergessen da oben. Eine weiße Lampe habe ich vergessen. So eine Scheibenkleister. Kann passieren. Ansonsten gehen wir mal zur Seite rüber. Da haben wir ja hier die Sidebar. Alles angebaut. Und hinten ein Schmuckstück der Sondergleichen. Nämlich hier haben wir ja ganz viel jetzt. Ganz viel Rot. Da habe ich ja ganz viel Rot mit verbaut. Und die sieht jetzt halt dann so aus. Ne? Toll. Auch die Airbar hinten sieht richtig gut aus. Finde ich richtig schick. Auch jetzt hier, das ist das Rückwärtsgang. Klar, logisch, da geht dann die Arbeitsscheinwerfer an. Das ist das, was ich gesagt habe, dass ihr unten die Möglichkeit habt, Arbeitsscheinwerfer anzubauen. Und oben. Oder oben habe ich eine falsche Lampe gebaut. Falsches Licht. Egal. Und das heißt, da sieht ihr dann richtig viel, wenn ich jetzt hier mal aus dem Fenster glotze. Oder so. Da habt ihr dann richtig schön Licht beim Einparken oder beim Trailer koppeln. Also das funktioniert hier auch. Erste Sahne. Oh, Handbremse raus. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Und ich finde diesen Kelsa-Mod von Obelino aus dem Steam Workshop nochmal zu erwähnen, finde ich richtig, richtig stark. Der macht richtig was her, oder? Also kannst du sagen, was du willst. Das sieht richtig schick aus mit den ganzen Lampen. Überall kannst du anbauen. Das pimpt den, in dem Fall jetzt original SCS. Darf nochmal so richtig auf. Egal, ob es jetzt der 105er ist oder der 106er, das ist eigentlich ziemlich Bockwurst. Die zwei nehmen sich dann da nicht viel, weil die einfach richtig, richtig schick, schick aussehen. So, jetzt geben wir mal Gas hier. Und dann sechster Gang rechts. So ein bisschen dahin düdeln. So. Also ist richtig geil, macht richtig Fun. Ich hoffe, dass Obelino irgendwann mal so ein Paket für den DAF XG raushaut. Das wäre doch mal eine richtig geile Sache. Ich hoffe, ihr hört das. Und macht das. Wäre eine tolle, eine ganz feine Geschichte. Denn das wäre auch richtig, richtig fein. Weil beim 105er, ich mag ja den 105er persönlich ein bisschen lieber als wie den 106er. Und der sieht einfach ein bisschen bulliger aus. Und ja, mir gefällt er einfach da besser. Und die Kombination hier sieht einfach richtig stark aus. Macht gleich richtig Spock, ne? Gleich hier Ferntour machen. Geil. Geil, 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 geil. So, ihr bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dürft mal gerne eure Meinung raushauen. Wie schon gesagt, zu finden im Steam Workshop. Auch für den SCS-Konvoi. Geile Scheibenkleister, wollte ich jetzt schon fast sagen. Nutzt das bitte, denn das macht richtig Laune hier. Ja, ansonsten, wenn Fragen noch offen sind, gerne kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Forum. Da ist er eigentlich ja ursprünglich, aber halt geupdatet im Steam Workshop. Ne? Da könnt ihr natürlich auch noch kommentieren, wenn was ist. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abo auf den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem coolen Kelsa-Paket für den 105er und den 106er DAF von Obelino. Ne? In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.